Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit eurem Brock, meine geliebte Community. Ja, heute am Mittwoch, den 13. Oktober um 12 Uhr, wird hier bei New World Patch 1.0.2 aufgespielt. Das Ganze kann bis zu 5 Stunden dauern, heißt, im spätesten Fall dürfen wir erst ab 17 Uhr wieder auf die Server kommen. Was wurde denn nun mit diesem Patch hier angepasst? Der große Anpassungsfaktor waren hier nämlich die Fraktionsmissionen. Denn hier gab es einige Probleme. Der Einflussgewinn nämlich über die Zeit wurde für die angreifende Fraktion nämlich erheblich gesenkt. Der Grund hierfür war nämlich ein Fehler innerhalb der Spielmechanik, der dazu führte, dass der Einfluss einfach viel schneller vermehrt anstieg, als es überhaupt beabsichtigt war. Andersrum, der Einflussverlust über die Zeit für die verteidigende Mission wurde entfernt. Das hier ist der große Faktor, weswegen Patch 1.0.2 überhaupt rauskam. Aber auch sonst gab es einige Fehler, die im Spiel behoben werden. Allgemeine Fehler, die aktuell heute mit dem Patch zum Beispiel behoben werden, ist, dass Spieler, nachdem sie zum Beispiel gestorben sind und wieder auf den Respawn-Button gedrückt haben, einfach als Leiche wieder gespawnt sind und so kein Spielerlebnis mehr hatten, weil sie dann als Leiche nämlich einfach nicht mehr sterben konnten und dadurch natürlich das Spielerlebnis komplett weg war. Weiterer Fehler, der behoben wurde, ist zum Beispiel, dass Angelschatztruhen Rang 3 keinen Widerstand leisten, nachdem sie zum Beispiel an der Angel waren. Man konnte sie einfach an einer Angelstelle ohne große Probleme einfach dauerhaft rausziehen. Jetzt haben sie seit heute dann auch einen Widerstand, so wie es sein sollte. Ja, es wurden verschiedene Übersetzungsprobleme innerhalb der Texte berichtigt. Auch da ist einigen von euch nämlich aufgefallen, dass relativ viele Texte in der deutschen Sprachausgabe noch nicht ganz so sind, wie sie sein sollen. Auch da haben sich die Leute nochmal hingesetzt und haben dafür gesorgt, dass es einfach schöner aussieht. Dann wurde ein riesiger, ja schon ein allgemein großer Fehler behoben, der die Easy Anti-Cheat Software betrifft, die mit Steam nämlich einhergeht. Dort wurden viele Spieler zum Beispiel einfach gesperrt oder aus dem Spiel entfernt und sie wussten einfach gar nicht warum. Jetzt bekommen sie direkt den Grund angezeigt für die erhaltene Strafe, damit die Spieler besser verstehen können, warum sie aus dem Spiel New World gebannt worden, kurzzeitig gesperrt worden, damit das nicht mehr ganz so unklar ist, warum man nicht mehr innerhalb des Spiels drin sein darf. Weiterhin wurde ein Fehler behoben, der dazu geführt hat, dass der Gebietseinfluss nach einer Invasion einfach komplett zurückgesetzt wurde. Das war natürlich auch einfach mega schlimm. Ein weiterer Fehler bei Spielern, die versuchten, einen Teil gespaltener Gegenstände aus einer Siedlung zu nehmen, die nicht zu ihrer Fraktion gehörte, die Gesamtkosten für alle Gegenstände im Stapel als Kosten abgezogen bekam. Das war ebenfalls ein riesiger Fehler unter anderem. Der wurde heute zum Beispiel hier auch behoben. Es wurde auch weiterhin ein Fehler behoben, der die Vielfalt und potenzielle Beutemenge aus Spielmodi und Truhen in der Welt verringerte. Das ist gut, dass sie sich da echt hinterknien. Ich finde es wirklich sehr schön, dass sich hier Amazon wirklich hinsetzt und sagt, ja, wir arbeiten hier richtig, richtig hart dran. Dann kennt ihr bestimmt Schnarchimedes, dort wurde ein kleiner Bug behoben, wenn ihr ihn also angefasst habt, dann hat die Kamera manchmal sehr stark gewackelt, nicht bei allen Spielern, bei manchen ist dieses dann aber zum Beispiel passiert. Ein weiterer Fehler, der hier behoben wurde, der hat nämlich dazu geführt, dass die Ablenkzeit der Fertigkeit Eissäule nicht korrekt berechnet wurde, war auch nicht so wunderbar, muss man hier auf jeden Fall sagen. Dann wurde ein relativ witziger Fehler behoben, der nämlich innerhalb des Spiels ziemlich dazu geführt hat, dass Spieler sich plötzlich auf einmal teleportiert haben und auf einmal weiter weg waren, in anderen Gebieten gestanden haben. Auch dieser Fehler wird heute zum Glück entfernt. Ich hoffe, ihr hattet diesen Fehler nicht, weil, ich weiß nicht, vielleicht ja, seid ihr irgendwo gelandet, wo ihr nicht so gerne landen wolltet. Dann haben sich die Entwickler noch bei einem weiteren relativ großen Fehler auf jeden Fall hingesetzt, der dazu geführt hat, dass das Spiel halt einfach zwischendrin mal abgestürzt ist, man ist rausgeflogen. Das kann natürlich relativ nervig sein, wenn man gerade das Problem hat, dass auf dem Server eventuell noch eine Warteschlange ist. Finde ich gut, dass jetzt eventuell dadurch weniger Spielabstürze auf jeden Fall stattfinden. Ja, und dann haben wir hier noch diesen netten KI-Fehlerbehebung bekommen. Und zwar geht es nämlich darum, dass wir unten an der einen Küste, an der untersten Küste, nämlich einen Bug hatten, dass auf einmal
doppelt so viele Wildschweine wieder gespawnt sind an dieser Schweinefarm, wie es eigentlich üblich war. Da konnte man relativ nämlich viel tricksen im Sinne von, man konnte dort einfach mal seine Waffe relativ schnell skillen, man konnte dort EP farmen. Das wurde nun behoben. Dort wurde nun die Respawn-Rate so angepasst, dass sie einfach normal ist und nicht im Sinne von übertrieben. Das finde ich auch wieder gut. Es war eigentlich eher so ein Glitch in die Richtung auf alle Fälle, den die Spieler dort ausgenutzt haben, dass dort einfach unendlich viele Wildschweine gespawnt sind und man einfach seine Waffe, seine EP dort relativ schnell grinden konnte. Den Fehler haben sie dort zum Glück heute dann auch endlich behoben. Und zu guter Letzt wurde noch ein Bug behoben, der betrifft den Shop, denn da gab es einen Bug, unter anderem, wenn man sich bestimmte Items zum Beispiel im Shop schon erworben hat und der Kauf gerade in dem Prozess war, wo er abgeschlossen werden sollte, dass man dann, wenn man sich den Shop verlassen hat, eine Meldung bekommen hat, man solle dieses Produkt doch bitte jetzt nochmal kaufen, obwohl man es schon gekauft hat. Auch dieser Bug ist nun behoben, heißt, wenn ihr euch ein Item im Shop kauft, dann wird das freigeschaltet, ihr bekommt es und fertig und werdet nicht nochmal aufgefordert, diesen Gegenstand erneut zu erwerben. Das war's soweit, was hier Patch 1.0.2 betrifft. Alle wichtigen Informationen einfach nochmal ganz kurz und bündig für euch hier auf jeden Fall zusammengefasst. Wenn diese Informationen euch gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen und bringt diesen Kanal hier natürlich auch einfach wieder voran. Empfiehlt ihn anderen Leuten. So wächst der Kanal hier einfach. Das freut mich, das freut hoffentlich dann natürlich auch einfach euch. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, was dazu schreiben möchtet, wie ihr die Anpassungen findet, die heute mit Patch 1.0.2 live gehen, dürft ihr natürlich jederzeit gerne was dazu in den Kommentaren schreiben. Würde mich freuen, ist aber kein Muss. Und wenn ihr auf dem Laufenden sein möchtet immer, dann könnt ihr hier oben rechts gerne auf kostenloser, freier Basis ein Abo dalassen. Dann seid ihr nämlich immer auf dem Laufenden rund um Tipps, Tricks, Guides, aktuell Livestreams, mehr auf Twitch als auf YouTube. Mein Twitch-Kanal dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr einen Follower auf kostenloser freier Basis auch da lassen möchtet, dürft ihr das gerne tun. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns zum Beispiel heute Nachmittag, frühen Abend, je nachdem wann die Server wieder live sind, hier auf YouTube mit einer weiteren Runde New World im Livestream-Bereich. Und ansonsten sage ich erstmal, bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support, für eure Liebe. Ich bin raus. Haut da rein, euer Brocken.